ich stehe hier mit Ruth Hartwig-Kruse, die vertritt auch die Biosphären Halligen. Und von welcher Hallig kommen Sie denn? Ich komme von der Hallig Nordstrandisch Moor. Mhm. Und wie finden Sie hier das Boxenprojekt? Ich finde das eine total super tolle Idee, diese Vielfältigkeit der Boxen. Bin natürlich begeistert, unsere ist natürlich die schönste Box. Wie natürlich. Soll das sein? Und dass man das wirklich in so eine Box geht und sich zu Hause fühlt, das finde ich total spannend. Das Gezwitscher der Vögel, also das ist richtig spannend. Aber auch die anderen Boxen hier stehen, finde ich, also gerade diese Vielfältigkeit und dieses, also es ist ein richtig gelungenes Projekt hier. Ja, vielen Dank, dass Sie es auch unterstützen. Das finde ich ganz toll. Nun haben Sie noch jemanden mitgebracht. Stellen Sie mal die Dame vor. Das ist Heike Hinrichsen, Bürgermeisterin von der Hallig Langeneß. Und wie finden Sie das Projekt? Ich finde, das Projekt ist wirklich eine gelungene Sache. Die Kurzfristigkeit, die fand ich ganz toll, wie das denn auf die Beine gestellt worden ist. Es ist ein super Ding geworden, diese Boxen hier. Finde ich ganz, ganz klasse. Man fühlt sich wirklich ein Stück weit in der Heimat zurückversetzt. Ja, obwohl wir hier auf dem Festland sind. Ne? Ja, wir haben schon gesagt, das ist die kleinste Hallig der Welt und dann ja auch die mobile Hallig der Welt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist so ungefähr ein Quadratmeter hier, auf dem wir stehen. Das ist auch echter Halligboden, muss man dazu sagen. Riecht das dann auch ein bisschen? Nee, das kann man nicht sagen. Das glaube ich. Das kriegt man nur pur erlebt. Also da muss man schon wirklich rüberkommen auf die Halligen, um dann die salzige Luft und ja, das Meer zu riechen. Ne? Und wie ist das mit dem Geräusch? Ist das denn original wie auf der Hallig? Also das Geräusch ist original, aber es fehlt natürlich ein bisschen der Wind, weil sowas haben wir ja nun wirklich selten, diese 100% nur Piepmetze und keinen Wind dabei. Ansonsten ist es wirklich, wenn man die Augen zumacht, meint man, man steht auf der Hallig. Und gerade auch mit dem Gras und dem Ganzen rundherum, wie gesagt, Wind und der Geruch fehlt. Es riecht hier eigentlich ein bisschen nach, ich würde sagen, nach den Bildern. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass Sie das gesponsert haben. Und das war's.